Hi Martin. Hi, grüß dich. Auf dem Lotus Glam Camp wirst du einen Vortrag halten zu Karriere 3.0. Das ist dein Thema. Was können wir uns darunter vorstellen? Naja, Karriere 3.0 ist sicherlich ein schwieriges Thema, weil keiner weiß, was 3.0 ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant zu sehen, wie viel Relevanz hat Social Media, das Social Web eigentlich für die Produktivität eines Unternehmens. Wie geht man damit in Zukunft um? Sperrt man also Zugänge? Lässt man die Leute frei damit arbeiten? Worauf muss ich einen Mitarbeiter einstellen dabei? Wie müssen Headhunter damit umgehen? Wie müssen die Personale eigentlich mit diesem ganzen Thema umgehen? Macht es Sinn, zum Beispiel Fan von einer Nutella-Seite zu sein? Wenn ich in Xing bin, bringt mir das irgendwas? Warum sollte ich das eigentlich tun? Sollte ich es besser lassen und so weiter? Es sind viele Gedanken, die in diesem Vortrag Karriere 3.0 kommen werden, und ich glaube, es wird ein sehr interessanter Gedankenanstoß werden. Und jetzt mal aus der Sicht des Unternehmens, wenn jetzt diese sogenannten Digital Natives oder Generation Y oder wie auch immer sie nennen mag, ins Unternehmen kommen, inwiefern müssen sich Unternehmen ändern in ihrer Organisation, Arbeitsweise und so weiter? Ich glaube, dass dieser gesamte Top-Down-Approach, den man eigentlich früher gelebt hat, diese Führung von oben runter und da sitzt der große Boss und unten drunter sitzen deine kleinen Indianer, diese Führungsdenke, die muss aufhören. Die Leute, die unten sitzen, haben meistens neuere Ideen, neuere Motivation, neuere Strategie und Taktikansätze. Die muss man aufnehmen eigentlich als Führungsperson, da muss man rangehen und den eigentlich freien Lauf lassen auf eine gewisse Art und Weise. Klar muss ich immer die Produktivität im Auge behalten, das ist logisch, weil davon lebt eine Firma oder lebt sie eben dann irgendwann nicht mehr. Nur ich kann nicht hergehen, das werden die Gen Y, Gen X nicht mehr zulassen, dass ich keinen Internetzugang mehr während der Arbeitszeit habe. Ich muss flexiblere Arbeitszeiten irgendwo einsetzen können, und wenn ich halt einen Skype-Call um 11 Uhr nachts mache, dann mache ich den um 11 Uhr nachts. Wenn ich aber mittags einen Blogpost schreiben will, dann will ich den bitte mittags schreiben als Digital Native. Ich glaube, ich kann nicht hergehen als Unternehmen und es den Menschen einbremsen da. Ich glaube, da tue ich mir keinen Gefallen. Aber schwierig für Unternehmen. Natürlich ist es schwierig, weil es ist ein kompletter Kulturwandel, A, in der Denke eines Unternehmens, B, in der Denke eines klassischen Mitarbeiters. Früher hat man gesagt, okay, ich mache halt meinen Job von 9 bis 5. Und gehe danach nach Hause. Ich glaube, der Digital Native, dem ist es egal, wann er arbeitet. Er hat einfach Spaß dran, solange man ihn an der langen Leine, wie man früher gesagt hat, lässt. Der hat sein Verantwortungsbewusstsein, er ist extrem ehrgeizig, er geht gerne mit dem Social Web um. Und warum sollte ich das einbremsen? Da tue ich, glaube ich, niemandem Gefallen mit. Okay, dann mal zu dir selber. Was ist deine Vision von dem Arbeitsplatz der Zukunft? Wie würdest du in Zukunft am liebsten arbeiten? Ich habe das vor kurzem mal so gesagt, ich habe hier nebendran mein Telefon liegen, ich nenne jetzt nicht die Marke, aber das weiß sowieso jeder. Prinzipiell geht es eigentlich darum, dass man immer mobile Devices um sich rum haben wird, glaube ich. Ich glaube, man wird nicht mehr den klassischen Desktop-Rechner, den wird es irgendwann zwar noch für, ich sag mal, für Buchhalter geben, klar, weil die müssen irgendwo eine Basis haben, da wird man nicht drum rumkommen als Unternehmen, aber der klassische Marketier, der klassische Salesman, auch die ITler, solange sie nicht im Unternehmen fest verwurzelt sein müssen, können die immer mobil unterwegs sein, die können Kontakte pflegen, und es ist zehnmal wichtiger, auch als Personaler zum Beispiel, es ist zehnmal wichtiger, Kontakte zu pflegen draußen im Markt über mobile Devices, als an einem Arbeitsplatz zu sitzen und da seines Daseins zu fristen. Ich glaube, mobil, mobil, mobil ist die Zukunft, da kann sich ein Unternehmen nicht mehr draus rausziehen. Und jedes Unternehmen ist definitiv gut beraten, wenn sie hergehen und heutzutage ihre Mitarbeiter auch motivieren, rauszugehen und mit Leuten zu sprechen, nämlich nicht dann nur online zu sein. Die große Kunst ist, online und offline zu verknüpfen. Und da muss es irgendwann mal eine Balance geben, die die Relevanz von dem gesamten Social Web rechtfertigt.